Es ist fast soweit. Vidofnir wird kommen, ganz bestimmt. Ja, da bin ich mir sicher. Ja, das ist die Schankmaid, die das Volk aufhetzen wollte. Die Schüsse hat sie überlebt, aber Schaden wird sie nun keinen mehr anrichten. Sie soll... Lucia, ich werde bei meiner Ansprache vom Manuskript abweichen. Sehr wohl, Großmeister. Bitte sprecht, wie es euch angemessen erscheint. Lassen. Ihr messt den Lauf der Zeit so viel genauer als wir. Keineswegs, große Vidofnir. Wir heißen dich willkommen und danken dir, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Mein Vater hat sein Einverständnis gegeben und so konnte ich meinem Herzen folgen. Wir alle sehnen uns schließlich nach Eintracht und Frieden. Wie sehr du mir damit aus der Seele sprichst. Lass uns diesen Wunsch am heutigen Tag allen kundtun und unser Bündnis besiegeln. Völker von Kirtas und Dravania! Heute werdet ihr Zeugen einer Sternstunde unserer gemeinsamen Geschichte. Die Freundschaft, in der Ishgarda und Drachen vor langer Zeit verbunden waren, wurde jäh durch einen Verrat zerstört, der uns bis zu diesem Tag verfolgt. Er brachte Leid, Bitterkeit und schmerzliche Verluste auf beiden Seiten, die uns zu immer neuen Gräueltaten trieben. Auch heute noch können wir sie kaum verwinden. Ja, die Wunden, die sie schlugen, sind tief und mögen vielleicht niemals völlig heilen. Und wir sind auch nicht hier, um sie zu leugnen. Doch wir alle, die wir schon so lange wehklagen, lasst uns einmal innehalten und über unseren Schmerz hinausblicken. Die Gefallenen kehren nicht wieder zurück. Doch wir sind hier, am Leben. Werfen wir dieses Leben nicht weg. Ziehen wir einen Schlussstrich, damit nicht auch unsere Kinder und Kindeskinder ihr Leben für unsere Unversöhnlichkeit hingeben müssen. Die Kluft zwischen unseren beiden Völkern ist tief. Wir werden große Hindernisse überwinden müssen. Hindernisse in uns selbst. Seid ihr bereit, das auf euch zu nehmen? Generation um Generation, bis der Friede jedem zur Natur geworden ist? Werdet ihr mit ganzer Seele versuchen, die Drachen zu respektieren und ihnen in Freundschaft zu begegnen? Ja, das werden wir. Wir werden uns an die Schrecken der Vergangenheit erinnern, um daraus zu lernen. Und an die Zeiten, in denen der Friede Realität war, nachdem wir uns heute so sehen. Thank you.
Eiswelge und Shiva. Das ist wahrlich ein Ideal, das es anzustreben lohnt. So sei es denn, Kinder Ishgard. Wie lachhaft! Den Bogen! Wie tief seid ihr gesunken? Brüder will ich euch nicht mehr nennen, ihr Würdelosen. Bei den Mördern eurer Ahnen bietet ihr euch also an? Bei den Schlechtern eurer Kinder? Dann gilt mein nächster Kriegsruf, auch euch! Seid versichert, es wird der letzte sein. Und er kündet vom letzten Tag eurer erbärmlichen Geschichte. Bis dahin, zittert und heult. Klammert euch an eure Hoffnung, auf dass ich sie endgültig zunichte machen kann. Estinien. Es ist wirklich geschehen. Er ist zu Nidhogg geworden. Der schwarze Drache ist an allem schuld. Wenn er nicht wäre, hätten wir jetzt Frieden. Genau, gerade wo wir uns mit dem Drachen versöhnen wollten. Von wegen warten. Wir werden ihn zuerst erwischen. Wir werden Nidhogg töten. Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg!
Tut mir leid, wenn du warten musstest. Die Getränke? Als ich darum bat, das Zimmer hier benutzen zu dürfen, hat man mir gleich auch etwas zum Aufwärmen mitgegeben. Eine nette Geste, nicht wahr? Wie mich das an damals erinnert, als wir von dem Bankett geflohen waren und Orchefon uns aufnahm, im Sonnenschnee. Und nun ist er nicht mehr bei uns, und von so vielen anderen mussten wir Abschied nehmen. Isel, Enfilia. Und nur die 12 wissen, was Ida und Papa Limo zugestoßen ist. Ich habe ständig über Matoyas Worte nachgedacht. Können wir wirklich einen Weg vorzeichnen, von dem wir wissen, dass viele von uns nie sein Ende erreichen werden? Was ist so wichtig, dass wir unsere treuesten Freunde dafür opfern würden? Als ich mich noch stolz Kristallkommandant nannte, hätte ich nicht eine Sekunde gezweifelt. Die ideale Weltordnung ist es wert. Oder das Glück der Eorzea. Oder etwas Ähnliches. Aber es ist Zeit, in uns zu gehen und uns zu fragen, was wir eigentlich wollen. Und ich glaube, bei der Friedensfeier, als ich Estinien sah, ist es mir klar geworden. Ich will für meine Freunde einstehen. Das soll von nun an mein oberster Grundsatz sein. Bald wird Nitoks Ruf ertönen, um sein Gefolge zum Angriff zu rufen. Emmerik wird keine andere Wahl haben, als sich gegen seinen einstigen Freund zu wenden und Estinien für Ishgards Wohl zu opfern. Das ist Emmeriks Entscheidung, und ich werde nicht versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Stattdessen will ich sie vorwegnehmen, indem ich Estiniens Seele rette. Ich weiß, dass die Chancen nicht gut stehen und möchte dich nicht auf einen gefahrvollen Weg drängen. Du bist schließlich eine genauso wichtige Freundin, die ich nicht verlieren möchte. Aber ich vertraue in deine Kraft. Bitte hilf mir. Und Estinien. Natürlich, ihr Opfer darf nicht vergebens sein. Wenn wir Estinien nicht retten können, müssen wir uns gegen ihn wenden. Aber ich weiß, dass wir es schaffen können. Wir müssen. Yeah.
dass die Friedensfeier ein solches Ende nehmen würde. Ich habe so großen Hass in seiner Seele gespürt, dass ich innerlich zurückzuckte. Auch nach Jahrhunderten des Schlachtens ist sein Rachedurst so stark wie am ersten Tag. In so einer gefährlichen Lage war Ishgard also. Und Eorzea. Matoya hatte schon recht mit ihrem Vorwurf. Dass uns wohl nicht klar sei, dass man einen hohen Einsatz auch mal verlieren kann? Das war wohl weniger ein Vorwurf, als einfach Matoyas Art, uns anzuspornen. Ich werde auf jeden Fall weitermachen, um am Ende das zu erblicken, was Matoya suchte. Die Wahrheit über diese Welt. Und noch mehr. Das ist dein Ziel? Zu hochgegriffen, meinst du? Keineswegs. Bei der Lehrmeisterin. Unaufhaltsam malten die Mühlen des Schicksals weiter, unbeirrt von der frommen Hoffnung der Ishgarder auf Stabilität. Ihre Wunden würden ohnehin kaum heilen und der Aufbruch in die neue Zeit fiel schwer. Nun war auch noch der Erzfeind wiedergekehrt. Doch die Wende war gekommen und durch nichts mehr aufzuhalten. Ob Nithoks Kriegserklärung ein letztes Aufbegehren sein würde oder das Wiederaufflammen des tausendjährigen Krieges, würden die weiteren Ereignisse zeigen müssen.
Hallo. Wartet ihr schon lange auf uns? Keine Sorge, Alfino. Uns war nicht langweilig. Der Wirt hat uns reichlich von seinem köstlichen Glühwein eingeschenkt. Was für ein aromatischer Genuss. Ja, Gibrillons Glühwein ist nicht nur wahnsinnig lecker, sondern die Kräuter darin beleben auch Geist und Körper. Der Wein war wirklich gut. Aber wir sind nicht hier, um über Wein zu sprechen, oder? Da hast du recht. Kommen wir lieber gleich zur Sache. Es geht um Estinien. Habt ihr herausgefunden, was mit ihm geschehen ist? Dazu komme ich gleich. Lasst uns erst einmal rekapitulieren, was wir bisher wissen. Fangen wir damit an, was in Assislar passiert ist. Bitte korrigiere mich, wenn ich deinen Bericht falsch in Erinnerung habe. In dem Moment, als Estinien beide Drachenaugen in seinen Händen hielt, schrie er vor Schmerzen auf und nahm die Gestalt des Drachen an. Eben jene Drachenaugen befanden sich an der Rüstung, die Estinien in Falkenhorst trug. Und sie dienten nicht bloß zur Zierde. Ich habe gesehen, wie eine mächtige Ätheraura von ihnen ausströmte und Estiniens Äther fast vollständig erstickte. Bedeutet das denn, dass Estiniens Verwandlung in Nidhogg tatsächlich endgültig ist? Keine voreiligen Schlüsse. Yshtola sagte doch fast vollständig. Die Präsenz des schwarzen Drachen war zweifellos überwältigend, aber ich spürte auch etwas Fremdes, das nicht zu ihm gehörte. Yshtola hat dafür eine Erklärung. Was ich gespürt habe, war ein schwaches Bewusstsein, fast vollständig verdeckt von dem Hass des Drachen. Estiniens Bewusstsein? Ja, ich glaube schon. Mit ihrer Gabe hat Krele die Gedanken Estiniens wahrgenommen. Seine Seele existiert noch. Vielleicht können wir Estiniens Seele befreien, indem wir die Drachenaugen entfernen. Was meint ihr? Das ist schwer zu sagen. Schließlich hat noch niemand von uns versucht, zwei Seelen auseinanderzureißen, die einen Körper teilen. Solange es auch nur einen Funken Hoffnung auf Rettung gibt, werde ich nicht... Alfino, ich teile deine Hoffnung, aber bedenke auch die Gefahren. Selbst wenn wir die Seelen trennen, wissen wir nicht, ob Estiniens Seele es überlebt. Und es könnte sein, dass derjenige, der die Augen entfernt, selbst von dem schwarzen Drachen beherrscht wird. Danke für die Warnung. Dennoch muss ich es versuchen. Ich werde Estinien von den Drachenaugen befreien und darauf vertrauen, dass sein Geist stark genug ist, um das zu überstehen. Ah, hier sind die Damen und Herren. Ein Bote der Tempelritter kam soeben zu unserem Anwesen und überbrachte die Nachricht, dass Großmeister Emmerich mit Herrn Alfino und der Kriegerin des Lichts sprechen möchte. Großmeister Emmerich? In Ordnung, wir gehen gleich zu ihm. Vielen Dank für die Nachricht. Wir kümmern uns weiter um unsere Nachforschungen. Gut, wir sprechen dann später weiter. Vielen Dank für eure Bemühungen. Also dann, bis gleich in der Kongregation der Tempelritter. Alfino wirkt ziemlich verbissen, wenn es um Estinien geht. Pass auf, dass er keine Dummheit begeht.
Die Friedensfeier in Falkenhorst hätte den noch zarten Bund zwischen Ischgardern und Drachen bekräftigen sollen. Doch der Schatten Nitox, der sich des Körpers des Azur-Drachenreiters bemächtigt hatte, besudelte den Neuanfang mit dem Blut seiner eigenen Art. Mit dieser Tat machte er dem Volk von Ischgard unmissverständlich klar, dass der Drachenkrieg noch lange nicht vorüber war. Als die Angst unweigerlich in Zorn umschlug, dachte niemand mehr an Frieden. Das Volk forderte lauthals Nitox Tod. Danke, Freunde, dass ihr gekommen seid. Gibt es Neuigkeiten über den Verbleib des Schwarzen Drachen? Nein, leider nicht. Und das, obwohl wir seit dem Vorfall bei der Friedensfeier unablässig nach ihm gesucht haben. Unsere erfahrensten Dragoons haben jeden Winkel der wallenden Nebel durchkämmt. Doch bisher fehlt von Nitok jede Spur. Wirklich sehr bedauerlich. Allerdings ist kaum zu bezweifeln, dass Nitok bald von sich aus in die Offensive gehen wird. Wenn er sich verstecken wollte, wäre er nicht bei der Friedensfeier aufgetaucht. Solange es noch ruhig ist, sollten wir die Zeit nutzen, um uns... Sehr weise. Um Nitok standzuhalten, muss die Verteidigung Ischgards verstärkt werden. Darum werden wir uns kümmern. Die Ritter der vier Adelshäuser und Hildas Truppe erarbeiten gemeinsam einen Verteidigungsplan. Deshalb habe ich euch allerdings nicht zu mir gerufen. Worum geht es dann? Durch seine beiden Augen ist Nitok im Vollbesitz seiner Kräfte. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir ihm widerstehen können, wie sehr wir uns auch vorbereiten. Es sei denn, wir verschaffen uns... ähnliche Kräfte. Ihr meint doch nicht etwa... Wir möchten Reeswelge um Hilfe bitten. In der Tat ist Reeswelge eines der wenigen Wesen, die es mit Nitok aufnehmen könnten. Sie beide gehören zu den sieben hohen Drachen. Doch Reeswelge... Mir ist klar, dass Reeswelge in Abgeschiedenheit lebt und keine Absicht hat, in den Kampf zwischen Nitox Drachen und Ischgard einzugreifen. Davon hattet ihr ja schon berichtet. Dennoch will ich mein Glück versuchen. Ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, um das Volk von Ischgard zu retten. Die Beseitigung Nitox sehe ich als meine letzte Aufgabe als Anführer dieses Stadtstaates. Ich bitte euch dringlichst, mir dabei zu helfen. Führt mich zu Reeswelge. Einverstanden. Wir geleiten euch zum Kreidetempel. Dort können wir versuchen, mit dem Signalhorn, das Moglin uns gegeben hat, Reeswelge zu rufen. Ich danke euch. Lucia, du vertrittst mich während meiner Abwesenheit. Zu Befehl, Großmeister. Gebt gut auf euch Acht.
Großer Reeswelge, wir bitten nicht leichthin um eine Audienz. Bitte hör uns an, denn unser Anliegen betrifft nicht nur die Zukunft der Ischgarder, sondern auch die der Drachen. Sei gegrüßt, ehrenwerter Reeswelge. Ich bin Emmerich Borell, Großmeister der Tempelritter und amtierender Regent von Ischgard. Ich bin hier, um dir eine Nachricht im Namen des Volkes von Ischgard zu überbringen. In der Tat. Allein ist nicht. Allein ist dich wie Ehren und Drang.
Echnitek Kasmon Ikini. Lis Nuan Jas An Es In. Salen Mon Hanesh. Ndai In. Stapo Ian Initek. Shines Iso. Dein Entsetzen über Ishgards Verrat und dein Wunsch nach Abgeschiedenheit sind nur zu gut verständlich. Doch hegst du nicht tief in deinem Herzen auch noch einen Rest Hoffnung? Ich maße mir nicht an, alles zu verstehen. Aber wenn du ohne Hoffnung wärst, warum hättest du dann Isel auf deinem Rücken reiten lassen? Du machst also einen Unterschied zwischen jenen, die ihre Sünden eingestehen und wieder gut machen wollen, und jenen, die uneinsichtig ihre Missetaten wiederholen. Demnach richtet sich dein Groll nicht gegen alle Bewohner Ishgards, sondern dein Urteil hängt davon ab, ob sie sich ihrer Vergangenheit stellen und welche Pläne sie für die Zukunft verfolgen. Darf Unrecht geduldet werden, nur weil es von einem Blutsverwandten verübt wird? Oder sollte vielmehr jeder aufgehalten werden, der im Begriff steht, eine unverzeihliche Gräueltat zu begehen? Vor gar nicht langer Zeit bat ich die Kriegerin des Lichts, meinen eigenen Vater aufzuhalten, der sich göttliche Kraft zu eigen gemacht hatte. Das Blut meines Vaters klebt auch an meinen Händen. Doch es war notwendig, um größeres Unheil abzuwenden. Mein Vater hätte unser Volk noch tiefer ins Unglück gestürzt und den Drachenkrieg endlos fortgesetzt. Nun hat Nidhogg Estiniens Körper in Besitz genommen und bedroht unser ganzes Volk. Diese Bedrohung zu beseitigen, wird mit Sicherheit den Tod unseres Freundes bedeuten. Dennoch steht für mich außer Frage, was zu tun ist. Holkas kein Gimna.
Esgnitek, Esgdir Ulgaan, El Inan, Esneshan, Eskjas Ong, N'an Ong Inga. Al-In Ong Uwaka, Sma-Es Inan. Swear.